In diesem Video wollen wir uns mit Zeitreihen beschäftigen, die wir in Tabellen gespeichert haben, also Daten zur Energieproduktion im Verlauf eines Jahres. Als ein Anwendungsbeispiel, ich habe hier eine Tabelle vorbereitet, Stromproduktion. Wir sehen hier unten schon die Einträge. Auf der rechten Seite die Spalten. Nochmal definiert, wir haben drei Spalten, nämlich den Zeitstempel, den Namen des Systems und dann die Stromproduktion in Megawattstunden. Und hier unten habe ich jetzt mal die ersten Einträge. Also wir sehen den Zeitstempel in diesem Date-Time-Format, also das Jahr, Monat, Tag. Und dann Stunde, Minute, Sekunde. Dann der Name des Systems und dann wie groß war die Stromproduktion in Megawattstunden in diesem Intervall. Die Daten habe ich von der Bundesnetzagentur einmal übernommen. Und jetzt wollen wir uns mal einmal ansehen, wie kann man mit solchen Daten arbeiten, wie lässt sich damit umgehen. Also erster Schritt ist, wir wollen jetzt nur die Daten haben, die in einem bestimmten Zeitintervall sind. Das heißt also, wie wir das schon kennen, ich selektiere mir alles aus der Tabelle Stromproduktion, bei denen der Zeitstempel dann eine bestimmte Bedingung erfüllt. Da muss man jetzt ein bisschen aufpassen, das ist in SQLite etwas anders als in MySQL, also das ist noch gleich, aber das sehen wir dann gleich noch, wenn wir dann noch auf Monate und Tage zugreifen wollen. Das klappt, ist in SQLite etwas anders aufgebaut. Die Grundfunktionen sind aber die gleichen. Wenn wir das ausführen, also das ist jetzt quasi um 0 Uhr am 1. Januar 2018, da sehen wir natürlich die Photovoltaik 0. Ansonsten haben wir unsere Energiesysteme, die in Deutschland am 1. Januar 2018 eingespeist haben. Wir können jetzt dort, weil dieser Zeitstempel im Prinzip nichts anderes als ein Text-String ist, entsprechend damit arbeiten. Also er soll uns jetzt bitte mal alle Einträge anzeigen, bei denen der Zeitstempel so aussieht, nämlich am Ende 1,12 Uhr hat. Also wir gehen where Zeitstempel like und dann haben wir hier unser Prozentzeichen und dann soll alles, was davor ist, ist uns egal. Hauptsache die Uhrzeit ist 12 Uhr. Und wenn wir das ausführen, bekommen wir die Einträge am 1., am 2. Januar und so weiter, jeweils um 12 Uhr und sehen dann hier auch die Photovoltaik hat entsprechend in diesem Zeitstempel eingespeist. Das können wir jetzt noch erweitern. Also wenn wir sagen, wir wollen das nochmal sortiert haben nach der Stromproduktion in Megawattstunden, das wollen wir also abfallen, von groß nach klein sortieren, dann sehen wir hier also, wir haben am 8. Dezember 2018 um 12 Uhr die Onshore-Windenergie gehabt mit 40,3 Gigawattstunden eingespeister Energie in diesem Stundenzeitstempel danach. Also wir sehen, das ist hauptsächlich die Windenergie. Dann kommt am 2. Juli, haben wir hier unten noch den Eintrag, 2. Juli 2018 die Photovoltaik mit knapp 29.000 Megawattstunden. Also auch da, das kennen wir ja schon aus den vorherigen Videos, das lässt sich entsprechend darstellen. Auch das wollen wir uns mal erweitern. Und zwar möchte ich Folgendes haben. Er soll uns jetzt den Systemnamen und die maximale Stromproduktion in Megawattstunden selektieren aus dieser Tabelle Stromproduktion und das gruppieren nach dem Systemnamen. Wir haben jetzt ja gesehen, wir haben ja die Kohle, Gas und so weiter, die Erneuerbaren. Und wenn wir das sortieren, sehen wir hier, also was ist die das Energiesystem, Bioenergie, Braunkohle und so weiter und dann jeweils die maximale Stromproduktion. Da könnten wir uns noch ein Alias definieren. Wir könnten das jetzt hier noch sortieren nach diesem Maximum. Aber an sich, denke ich, ist soweit klar, was wir gemacht haben. Wir haben einfach geguckt, was war die maximal eingespeiste Energiemenge dieser Energiesysteme. Das lässt sich dann entsprechend darstellen. Und das ist sicherlich eine wichtige Anwendung in der Energietechnik, dass man mit diesen Datenzeitreihen arbeitet, wie also Messdaten haben über den Verlauf eines Jahres typischerweise, ob das jetzt Produktions- oder auch Verbrauchsprofile sind, die können wir dort entsprechend dann uns angucken und damit dann in der Datenbank direkt arbeiten. Nächster Schritt, den wir uns angucken wollen, wir wollen jetzt die Stromproduktion in Megawattstunden berechnen und zwar im Monat Juli. Also das habe ich hier gemacht. Also er soll uns den Systemnamen und dann die Summe berechnen. Das ist dann
Also wenn ich das berechne und dann teilen wir das hier durch 1 Million, dann kommen wir von den Megawattstunden in Terawattstunden. Und deswegen wieder wichtig, die Einheit mit anzugeben aus der Tabelle Stromproduktion. Jetzt habe ich hier diese Ergänzung. Das ist jetzt die Besonderheit in SQLite. Das geht in MySQL etwas einfacher. Ich möchte jetzt hier sagen, bei denen der Zeitstempel 1.07 ist, da muss ich also hier diesen Befehl machen, dass ich also hier dieses strftime mache, dass er uns daraus eine Zahl baut aus diesem Zeitstempel, und zwar aus dem Monat. Und wenn wir das machen, dann möchte ich das noch kopieren nach dem Systemnamen und auch noch sortieren nach der Stromproduktion in Terawattstunden, also nach diesem Alias. Was passiert ist, wenn wir das mal einmal laufen lassen, ich muss halt, darf die Markierung nicht machen, sonst mag er es nicht. Also das ist jetzt die Stromproduktion im Monat Juli, das ist ja dieser Monat 07. Ich habe hier meine Systemnamen und ich habe hier dargestellt, wie groß war die Stromproduktion in Terawattstunden in diesem Monat. Also da sehen wir, die Braunkohle hat 11,56 Terawattstunden Steinkohle, dann kommt die Photovoltaik, die natürlich im Juli stark ist. Währenddessen die Windenergie, naja, also nicht schlecht ist, aber jetzt auch nicht besonders gut. Aber das jetzt mal drehen auf den Januar, sollten wir jetzt gleich sehen bei der Photovoltaik, 6,17. Da landet hier die Photovoltaik bei 0,73 Terawattstunden und die Wind-Onshore 12,57, weil wir im Winter natürlich höhere Windgeschwindigkeiten haben als im Sommer. Deswegen eine höhere Produktion. Jetzt immer bedenken, das ist das Jahr 2018. Also das heißt, mit diesem kleinen Kniff, das geht in SQL etwas einfacher. Da kann man einfach, da gibt es dann den Befehl Month für Monat, also dann in so einem Date-Time in so einer Datetime-Spalte einfach direkt den Monat erkennt. Wir müssen hier in SQLite, müssen wir hier so mit diesem Trick arbeiten. Das geht in SQL, in MySQL natürlich auch. Muss man sich einfach daran gewöhnen, dass das halt über dieses über diese String-Verarbeitung entsprechend funktioniert. Das lässt sich jetzt auch entsprechend weiterverarbeiten oder nochmal anders anwenden. Ich sortiere nochmal kurz meine Befehle. Und zwar, was möchte ich jetzt? Ich lasse erstmal laufen, damit wir das Ergebnis sehen und gucken uns dann den Befehl an. Was mache ich jetzt? Ich habe jetzt hier gesagt, er soll mir aus der Tabelle Stromproduktion die Onshore-Windenergie herauspicken. Und dann möchte ich Folgendes. Ich möchte, dass er mir den Zeitstempel als Monat darstellt und er soll die Summe bilden durch 1 Million teilen, damit wir wieder Stromproduktion in Terawattstunden bekommen, von der Windenergie. Das heißt, das Ergebnis ist hier, wie viel Strom hat die Windenergie onshore in den Monaten Januar bis Dezember. Auch das können wir jetzt so übersetzen, dass man jetzt hier aus dem 01 bis 12 noch den Januar bis Dezember macht. Das sparen wir jetzt hier mal an dieser Stelle. Und dann sehen wir hier, wie viel elektrische Energie ist erzeugt worden durch die Windenergie an Land im Januar, Februar, März und so weiter im Jahr 2018. Das heißt also hier wieder die Arbeit über unseren Monat, und ich möchte es auch gruppiert haben über den Monat. Das heißt also, er guckt sich an, welche Monate habe ich denn. Das ist halt 01 bis 12, das ist wichtig. Es ist halt immer noch ein String, es ist kein Integer, keine Zahl. Und wir können damit jetzt arbeiten. Wir haben hier den Monat, wissen, dass das natürlich dann Januar, Februar, Dezember ist. Und wir können durch diese Gruppierung halt wieder diese Summation, durch dieses Group By verknüpfen. Also auch da eine typische Anwendung, wenn ich jetzt also diese Liste habe und sage, ich möchte das bitte nur sehen für die Windenergie. Das können wir jetzt auch noch für die anderen Energieträger machen. Das ist kein Problem. Letztes Beispiel, auch das gucken wir uns noch mal einmal an. Wenn wir das jetzt hier für die Photovoltaik machen, entsprechend, da rechnen wir uns das jetzt nur in Gigawattstunden aus. Lassen es laufen, haben jetzt aber hier die Tage gewählt, nicht die Monate. Deswegen die Gigawattstunden. Also ich greife hier auf den Tag zu. Deswegen jetzt auch hier dieses Prozent D für Day aus der Spalte Zeitstempel. Ich berechne wieder die Summe, teile durch 1000, damit ich auf Gigawattstunden komme und sehe jetzt, was ist am 1., 2., 3., 4., 5. produziert worden bis einschließlich 31. Also jetzt hier beim Eintrag 1, also an dem 1. Januar, 1. Februar, 1. März und so weiter. Wie viel Strom wurde dort produziert? Und das haben wir aufsummiert.
Also auch da kann man jetzt dann auf die Stunden meinetwegen auch noch zugreifen, wenn man das dann dort entsprechende Mittelwerte brechen will. Was ist so das mittlere Stromproduktionsprofil an einem Tag eines Energiesystems? Da kann man dann mit spielen. Ist vielleicht eine ganz schöne Selbstlernaufgabe, mal zu gucken, kriege ich so einen Mustertag von 0 Uhr bis 23 Uhr hin? Wie sieht das Produktionsprofil aus von Photovoltaik, von Windenergie, von den Fossilen? Das kann man dann entsprechend mit diesen Select-Befehlen machen. Also auch da muss man sich dann ein bisschen mit beschäftigen, dass man mit diesen Zeitreihen arbeiten kann. Und weil das die typische Anwendung ist in der Energietechnik, dass ich immer solche Zeitreihen habe, Messdaten. Wie gesagt, entweder sind es Erzeugungsprofile oder Verbrauchsprofile, die ich dann miteinander verknüpfen möchte. Anwendung auch, wenn ich jetzt noch einen Batteriespeicher habe für eine Photovoltaikanlage in einem Haus, Gewerbebetrieb und möchte das dann übereinander bringen, dass ich das auch entsprechend in den verschiedenen Tabellen und in den Spalten speichern kann, ablegen kann, verarbeiten kann, um Eigenverbrauchsquote, Autarkierate zu brechen etc. Das lässt sich alles entsprechend machen mit solchen Zeitreihen. Und auch da kann man natürlich dann wieder mit Joins arbeiten, dass man dann die Tabellen wieder miteinander verknüpft, wenn ich dann in mehreren Tabellen die Daten abgelegt habe. Aber damit sollte man sich nochmal vertraut machen, wie kann ich jetzt mit solchen größeren Datenmengen umgehen, wie schaffe ich es also, diese Daten weiter zu verarbeiten und für mich nutzbar zu machen.